Lange mussten die Fans von Tim und Struppi warten, doch 2011 war es endlich soweit. Es gab ein neues Abenteuer. Beziehungsweise das Abenteuer kannten die Fans ja eigentlich schon. Aber das Autorenteam um Stephen Moffat, Edgar Wright und Joe Cornish versuchte, dem bekannten Abenteuer neue Seiten abzugewinnen. Das Ganze geschah unter der Ägide von keinem geringeren als Steven Spielberg und Peter Jackson. Der belgische Reporter Tim entdeckt beim Besuch eines Flohmarkts ein altes Modellschiff, das ihn fasziniert. Es ist die Einhorn. Kaum hat er es gekauft, als zwei Herren auf ihn einstürmen und ihm das Modell um jeden Preis wieder abkaufen wollen. Doch Tim will nicht verkaufen. Er stellt Recherchen in einer Bibliothek an und findet heraus, dass die Einhorn unter ihrem Kapitän Franz von Adock gesunken ist. Sie soll eine geheime Fracht mit sich geführt haben. Als er in seine Wohnung zurückkehrt, wurde das Modell gestohlen. Nach einem zweiten Einbruch findet Tim ein Pergament mit einem Rätselvers. Und kurz darauf wird einer der Männer vom Flohmarkt vor seiner Haustür niedergeschossen. Nachdem Schulze und Schulze sich des Falles annehmen, wird der Reporter entführt und an Bord eines Schiffes gebracht. Hier offenbart sich der Drahtzieher hinter den Ereignissen. Und es kommt zu einer wahrlich historischen Begegnung. So einen Film zu machen ist immer etwas problematisch. Auf der einen Seite gilt es, einer bekannten Geschichte etwas Neues abzugewinnen, um jene Zuschauer zu begeistern, die mit Tim noch nicht so vertraut sind. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht zu viel verändern, um die Fans nicht zu verärgern. Was das betrifft, erreicht dieser Film ein gewisses Maß an Ausgeglichenheit. Sehr gut umgesetzt ist die Welt von Tim. Man hat sich dazu entschlossen, die Geschichte nicht in die Gegenwart zu versetzen, sondern sie von der Ausstattung und Optik her irgendwo in die 1950er zu stecken. Also zu dem Zeitpunkt, als Tims Schöpfer Hergé auf dem Höhepunkt seines Schaffens war. Vermutlich würden sonst auch Tims Knickerbocker nicht so ganz ins Bild passen. Die Umgebung, die Fahrzeuge, alles entstammt dieser Ära und Tim geht für seine Recherche natürlich nicht ins Internet, sondern in die Bibliothek. Gleich zum Anfang des Films gibt es einen besonderen Moment. Tim, dessen Gesicht der Zuschauer zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat, besucht einen Flohmarkt und lässt dort eine Porträtzeichnung von sich anfertigen. Der Mann, der Tim zeichnet, ist kein geringerer als der Meister selbst, Georges Prosper Remy alias Hergé. Das Bild, das er anfertigt, sieht dann auch genauso aus wie in den Original-Comics. Und an einer Wand sind Zeichnungen von weiteren Figuren aus den Comics ausgestellt. Unter anderem von den Brüdern Vogelfaul, aber dazu gleich mehr. In Tims Büro hängen Zeitungsausschnitte, die sich auf weitere Abenteuer des Reporters beziehen und dessen vergangene Heldentaten ein wenig beleuchten. Und im Palast von Omar Ben Salat steht ein Brunnen, dessen zentrale Figur eine Krabbe mit goldenen Scheren ist. Warum das Detail besonders ist? Ja, da stecken wir schon mitten in der Betrachtung der Handlung des Films. Die Geschichte wurde zusammengesetzt aus mehreren Alben. Hauptthema ist natürlich die Geschichte des Comics, der dem Film auch seinen Namen gab, das Geheimnis der Einhorn. Außerdem wurden Teile von der Schatz Rackhams des Roten verwendet, der Band, der die Geschichte um die Einhorn fortführt, und ein großer Handlungsstrang aus Die Krabbe mit den goldenen Scheren verwendet. Die Hauptgeschichte wurde aus dem Doppelband um die Einhorn und Rackhams Schatz direkt übernommen. Aber in der Krabbe geht es um eine Opiumschmugglerbande, auf deren Spur Tim durch Zufall kommt. Man verwendete Teile aus diesem Album, weil es hier zu der historischen ersten Begegnung zwischen Tim und Kapitän Haddock kommt. Verwoben hat man die Handlung auf einigermaßen raffinierte Weise. Der ganze Anfang des Films mit dem Modellschiff der Einhorn und den Einbrüchen stammt aus Das Geheimnis der Einhorn. Doch als Tim entführt wird, wird er nicht nach Schloss Mühlenhof gebracht, wie in dem Geheimnis der Einhorn, sondern an Bord des Schiffes Karabujan. Und schon sind wir im Handlungsteil von der Krabbe mit den goldenen Scheren. Der oben erwähnte Brunnen im Palast von Omar Ben Salat ist eine Reminiszenz an den Titel dieses Albums. Denn natürlich wurden auch einige Änderungen vorgenommen, zum Teil sehr drastisch, zum Teil weniger drastisch.
Oma Ben Salat ist beispielsweise der Bösewicht in Der Krabbe mit den goldenen Scheren, der Drahtzieher hinter dem Opiumschmuggel. Da dieser ganze Plot fallen gelassen wurde, ist er nur noch ein Nebendarsteller, ein Kunstsammler, der eines der Modelle der Einhorn besitzt. Überhaupt zum Thema Bösewicht. Die Schurken aus dem Comic Das Geheimnis der Einhorn sind die Brüder Vogelfaul, Antiquitätensammler, die zufällig auf die Hinweise auf Rackhams Schatz gestoßen sind und danach mit allen Mitteln suchen. Sie sind nicht mit in den Film übernommen worden. Der Drahtzieher der Ereignisse ist stattdessen Ivan Ivanovich Sakharin. Eine saure Gurke mit zuckersüßem Namen, wie Haddock sagt. Sakharin ist im Comic wiederum eine Nebenfigur, ein Kunstsammler, der eins der Modellschiffe besitzt und Tim das zweite abkaufen möchte. Und im Film ist er ein Nachfahre von Rackham dem Roten. In Der Schatz Rackhams des Roten werden Tim und Haddock gleich von mehreren solcher angeblichen Nachfahren belagert, die alle ihren Anteil an dem Schatz fordern. Und wo wir schon von dem Schatz reden, im Comic handelte es sich um eine kleine Kiste mit Gold und Juwelen, die Rackham selbst an Bord der Einhorn bringt. Im Film hat die Einhorn eine geheime Fracht, die aus mehreren Zentnern Gold und Juwelen besteht. Ebenfalls und im wahrsten des Wortes einen Auftritt hat Bianca Castafiore, die Mailänder Nachtigall, obwohl sie weder in der Geschichte um die Einhorn noch in der Krabbe vorkommt. Sie darf dort ein Lied singen und bedauerlicherweise handelt es sich nicht um das aus unzähligen Comicalben bekannte »Ha, welch Glück mich zu sehen, so schön«, also sprich die Juwelenarie aus der Oper Faust. Nein, das ist es nicht. Das Stück, was sie singt, ist auch von Gounod. Es stammt aus der Oper Romeo et Juliette und es heißt Ah, je veux vivre. Ich vermute, dass diese Änderung der Erzähldramatik geschuldet ist, denn es war wichtig, dass die Castafiore in dieser Szene eine Arie singt, bei der sie einen sehr hohen Ton sehr lange halten muss. Und das ist bei Ha, welch Glück mich zu sehen, so schön, nun mal nicht der Fall. Tatsächlich gibt es am Ende des Films auch eine Auflösung, anders als im Comic, wo die Geschichte erst am Ende vom zweiten Band abgeschlossen wird. Allerdings wird ganz raffiniert noch ein Ausblick auf eine Fortsetzung gegeben. Die Action-Szenen des Films sind sehr rasant und teilweise ein bisschen zu viel. Sicher, es handelt sich um eine Comic-Verfilmung, aber so arg hat Hergé in seinen Alben nie aufgedreht. Beispielsweise widerspricht die dargestellte Seeschlacht zwischen der Einhorn und einem Piratenschiff jeglichen Gesetzen der Physik. Im Verlauf der Schlacht verhaken die Masten der beiden Schiffe miteinander, weil die See so rau ist. Die krängende Einhorn richtet sich dann wieder auf und zieht das Piratenschiff dabei aus dem Wasser, sodass es über dem Deck der Einhorn hängt und schiffschaukelgleich hin und her schwingt. Realistischer wiederum wurde die Sprengung der Einhorn dargestellt, da der Ritter Franz von Adock im Comic eine richtige Zündschnur legt, was sehr aufwendig gewesen wäre. Im Film streut er einfach eine Spur aus Schwarzpulver, die er anzündet. Das geht wesentlich schneller und das funktioniert auch. Der Höhepunkt, eine Verfolgungsjagd in den Straßen der Stadt Bagar, ist allerdings mit Action fast schon etwas überfrachtet und erinnert, ob nun gewollt oder nicht, sehr stark an Indiana Jones. Da Spielberg aber noch eine andere Hommage an eines seiner Werke untergebracht hat, könnte dies durchaus Absicht sein. Das andere Werk ist übrigens Der Weiße Hai. Tim taucht in einer Szene an ein Wasserflugzeug heran. Dabei bleibt er mit dem Kopf so knapp unter der Wasseroberfläche, dass seine Tolle gleich einer Haifischflosse aus dem Wasser ragt. Die deutsche Fassung wartet mit soliden Synchronsprechern auf. Tatsächlich war man bemüht, die Sprecher der Schauspieler zu verwenden, die das Original sprechen bzw. im Motion Capture darstellen, was vor allem an Dietmar Wunder für Daniel Craig auffällt. Leider ist dessen Stimme so markant, dass man schon weiß, wer Rackham der Rote sein soll, bevor jener das Tuch fallen lässt, das sein Gesicht bedeckt. Für Andy Serkis als Kapitän Haddock wurde Lutz schnell genommen, weil dieser Serkis schon in anderen Filmen gesprochen hat, unter anderem in 30 über Nacht. Und damit haben wir Timception, ein netter Insider-Gag, da Lutz Schnell, wie in einem anderen Video schon gesagt, in den 1980er Jahren in den Tim und Struppi-Hörspielen von Maritim und in der deutschen Version der Zeichentrickserie von Tim den Tim selber sprach.
In einem Punkt führte die Werktreue allerdings zu einem kleinen Fehler. Das Wasserflugzeug, das Tim und Haddock angreift, wurde getreu aus die Krabbe mit den goldenen Scheren übernommen. Und Tim stellt im Film fest, dass das Flugzeug eine portugiesische Kennung habe und fragt Haddock, unter welcher Flagge die Karabujan fährt. Im Film wurde das Flugzeug von dem Schiff ausgestattet. Allerdings kann man sehr deutlich sehen, dass die Kennung des Flugzeugs wie im Film mit CN anfängt. Und das ist die Kennung von Marokko. Außerdem gibt es da noch diese merkwürdige Andeutung aus dem Trailer, die besagt, dass der Schatz an Bord der Einhorn den Lauf der Geschichte hätte ändern können, wenn das Schiff nicht gesunken wäre. Im Film wird nicht so ganz drauf eingegangen. Ich habe aber eine Idee, was da dahinter stecken könnte. Und darauf möchte ich in einem anderen Video eingehen. Der Film ist natürlich in 3D, was ein netter Effekt ist. Aus meiner persönlichen Sicht allerdings nicht mehr. Das Problem, das ich hatte, ist, dass bei den Action-Szenen zu viel auf der Leinwand los war. Ich musste mich durch ein Gewirr durchkämpfen, um zu erkennen, wo gerade die Haupt-Action stattfand. Und natürlich gab es die üblichen 3D-Standardszenen, in denen Gegenstände direkt aus der Leinwand herausragen und auf den Zuschauer zufliegen oder direkt auf ihn deuten. In einer Szene streckt Sakharin beispielsweise seinen Stock direkt in die Kamera. Offenbar muss das so sein bei 3D-Filmen. Und jetzt? Ist der Film empfehlenswert oder nicht? Ja, er ist empfehlenswert. Er ist ein gutes Stück Kurzweil. Leider kommt das nicht so ganz zum Tragen, was Tim für mich zum Held meiner Kindheit gemacht hat, dass er sich für die Schwachen und Wehrlosen einsetzt, aber das ist natürlich auch der Vorlage geschuldet, in der das auch nicht vorkommt. Um den Film genießen zu können, muss man bereit sein, die Vorlage hinter sich zu lassen und ein fast neues Tim-Abenteuer zu erleben. Dann hat man eine gute Zeit. Wer Purist ist, was Tim und Struppi betrifft, weiß ich nicht so recht. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ich persönlich bin schon gespannt auf die Fortsetzung. Zumindest hoffe ich, dass wir noch eine kriegen werden. Die Planung hängt ja schon seit Jahren in der Planungshölle fest. Und wie gesagt, ich habe eine Idee, worum es da gehen könnte. Aber seit 2011 gab es auch noch ein paar andere Tim-Produktionen.